wünscht mir Glück. Ah, warte mal, man braucht nur Eigelb. Ja, okay. Und meine Mama hat gesagt, dass ich nicht backen kann. Oh, ich bin so dumm. Ja, egal, die Hälfte ist eh auf dem Tisch. Egal, ich mach's später weg, versprochen, gell? Wir backen Plätzchen. Aber nicht irgendwelche Plätzchen, sondern... AKA, ich will eigentlich nur Plätzchen essen und nehme dieses Video als Ausrede. Ich weiß gar nicht, ob das noch funktioniert. Also, ja, okay. Ja, okay, reicht, danke. Okay. Okay, warte kurz. Lasst mich ganz kurz erklären, was wir heute machen. Das hat jetzt ein bisschen einen Knick, aber ich habe ja auch einen Knick. Deshalb, was ich eigentlich sagen wollte, ich dachte, wir backen heute TikToker-Plätzchen. Warum fällt immer alles runter? Ich war gestern so wieder im Internet unterwegs, so ein bisschen auf TikTok, ja, weil ich bin halt, ne, also ich bin halt. Und dann habe ich gesehen, wie jemand Plätzchen gemacht hat. Und da habe ich so erstmal gedacht, oha, ich habe auch Hunger, aber wir backen keine normalen Plätzchen. Weil ich habe mir 4 TikToker rausgesucht, einmal Melissa, Emir, Diana und Feli. Ne, das sind 5, so, 4. Und jeder TikToker bekommt eine spezielle Keksform, zum Beispiel Feli bekommt einen Schmetterling und so weiter. Und in die Mitte vom Keks zeichne ich das Gesicht rein. Wir fangen einfach mal an mit TikToker Nummer 1, mit Feli. Und dann dachte ich so, okay, was für eine Form machen wir für Feli? Und ich habe eine Sekunde überlegt, dachte ich so, oh, wir machen einfach einen Schmetterling. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, wie ich mir das vorgestellt habe, weil wie soll ich bitte so einen großen Schmetterlingskeks machen? Ganz kurz, Moment. Ich muss das ganz kurz irgendwie anders erklären. Moment. So, okay. Wir backen jetzt gleich einen Schmetterlingskeks, also die Form von einem Schmetterling. Und in die Mitte kommt dann zum Beispiel Felis Gesicht so. Also versteht man jetzt, was ich meine? Also halt, also ich glaube, oh, ich bin so dumm. Wir haben halt noch gar keinen Teig. Wir müssen erstmal die Plätzchen machen. Bis jetzt habe ich noch gar nichts. Und ich glaube, ich muss erstmal einkaufen gehen. Oh nee, da muss ich rausgehen. Ja, okay. Wo ist mein Sparschwein? Dann habe ich mich auch schon auf den Weg gemacht in den Supermarkt. Wir fragen einfach nicht, was ich da gerade gemacht habe. Ich hätte mir davor vielleicht eine Einkaufsliste schreiben sollen, weil ich hatte halt wirklich keine Ahnung, was ich einkaufen soll. Aber mich hat erstmal schockiert, dass da einfach so ein Weihnachtsmann rumliegt. Warum? Ich habe es dann trotzdem noch irgendwie in die Backabteilung geschafft und ich habe dann so eine Zuckerschrift gefunden. Dachte ich so, oha, das können wir bestimmt irgendwie benutzen. Und dann habe ich noch eine Backmischung gefunden. Ich weiß, es ist faul, aber ich war da, die Backmischung war da und ich dachte, ich schnapp einfach zu. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich in der Toilettenpapierabteilung gelandet bin, aber... Mir ist halt einfach alles runtergefallen, aber keine Angst, ich habe alles natürlich wieder aufgeräumt, weil ich will nicht in den Knast. Und dann habe ich natürlich noch bezahlt, weil ich will halt nicht in den Knast. Also, okay, warte kurz. Ich dachte, ich mache einfach mal ein Haul. Als erste Sache haben wir immer so eine Backmischung gekauft, super toll. Okay, egal. Auf jeden Fall, ich weiß, im Geschäft habe ich gesagt, ich mache alles selber und ich benutze keine Backmischung. Aber warte kurz, ich habe das genommen, weil ich habe gedacht... Ich weiß, weil ich habe irgendwie gedacht, wenn ich das mache, dann schmeckt das bestimmt nicht. Weil ich bin nicht so die Backfee, ne? Aber. Bevor ich jetzt gedacht habe, ich mache gar nichts selber, das stimmt nicht. Ich muss ein Ei dazu machen und 150 Gramm Butter in eine Schüssel geben und mit einem Handrührgerät, in Klammer Knethaken, zu einem glatten Teig verarbeiten. Und da steht sogar, eventuell von Hand nachkneten. Und dann auch noch den Teig mindestens 30 Minuten kalt stellen. Ich meine, was soll ich noch machen? Soll ich vielleicht das Mehl noch selber mahlen? Egal. Eine Packung wird niemals reichen. Lass es mich erklären. Also ich habe gedacht, wir nehmen eine Backmischung und wir haben bestimmt Mehl zu Hause. Mom, haben wir Mehl zu Hause? Hallo? Ja, okay, ich glaube, wir haben bestimmt Mehl zu Hause. Noch Mehl dazugeben und einfach noch ein Ei und dann wird es mehr Teig. Ja, genau, okay, perfekt. Als nächstes haben wir solche komischen Zuckerstifte. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich weiß, weil ich will ja ein Gesicht zeichnen und ich glaube, damit schaffe ich das. Nach circa 1 Stunde Trockenzeit ausgehärt. Okay, super, danke. Ich habe einmal schwarz. Ich habe nochmal schwarz. Und einfach zur Sicherheit habe ich nochmal schwarz, weil... Und ja, das war's auch schon. Das war's. Ich konnte nicht warten, sorry, egal. Ich weiß, ich habe noch gar nichts bis jetzt gemacht. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gearbeitet. Aber ich habe gedacht, ich mache einfach vor der Arbeit noch eine Pause. Dann kann ich länger durchhalten. Versteht ihr? Ich meine, also... Ich will ganz kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar, einmal, ich musste bei einem Kuchenverkauf mitmachen. Also ich musste einen Kuchen backen. Und meine Mama hat gesagt, dass ich nicht backen kann. Also Entschuldigung, da war ich schon erstmal so... Ja, okay. Und dann auf jeden Fall habe ich halt eine Fair, weil ich habe gedacht, ja, okay, ich weiß, ich kann das nicht, aber ich kann gut
Geld ausgeben. Und dann bin ich einfach in den Supermarkt gegangen und habe eine Backmischung geholt. So ein irgendwas Brownie. Und auf jeden Fall hatte ich diesen Brownie, da habe ich so eine Schokoschicht drüber gemacht. Und dann war der Tag für den Kuchenverkauf. Ratet mal, welcher Kuchen als erstes ausverkauft war. Ja, ganz genau. Okay, aber jetzt muss ich wirklich mit der Arbeit anfangen, weil Schluss mit lustig. Ganz kurz, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Also halt ja. Egal, ich mach's später weg, versprochen, gell? Was habe ich hier? Achso, das war's schon, okay. Ich brauche ganz kurz eine Schere. Achso, da, ja, ich hab's. Boah, irgendjemand von euch hat mir einfach eine pink-grüne Schere geschenkt. Das ist meine Lieblingsschere. Die schneidet zwar nicht so gut, weil die schneidet so in so einem Zickzack. Die kann ich gerade schneiden, weil die ist so ein bisschen anders. Also wenn ich ehrlich bin, ich werde die Anleitung jetzt nicht lesen. Ich glaube, das kommt einfach hier rein. Und dann kommt da ein Ei rein und dann kommt da Butter rein und dann passt. Ich mache noch ein bisschen was von unserem eigenen Mehl rein. Wünscht mir Glück. Ah, warte mal, man braucht nur Eigelb. Ja, egal, die Hälfte ist eh auf dem Tisch. Mama, Tisch hat überall Salmonellen jetzt. Ja, warum lachst du, Mom? Hallo. Also das ist einfach so ein bisschen Kokosöl. Ich glaube, das ist wie Fett einfach. Habe ich was vergessen? Ach so, Milch, noch einen Schluck. Oh, jetzt ist mein Ärmel nass. Das hat einfach keiner gesehen. Bitte verpetzt mich nicht. Ich glaube, ich mache zuerst mal ein bisschen Löffel, oder? Hoffentlich ist da nirgendwo so eine Eierschale drin. Ja, dann ist es halt einfach ein bisschen knusprig. Ist ja auch nicht schlimm. Dann ist es ein bisschen crunch. Wir benutzen jetzt den Handmixer. Einfach hier, oder? Ja, okay. Ja, okay, erste Stufe. Stopp, warte ganz kurz, nochmal kurz Unterbrechung. Wir machen, glaube ich, erstmal erste Stufe. Okay, langsam. Oha, das wird voll gut. Ich glaube halt, ich habe irgendwas falsch gemacht, weil das ist so flüssig. Wir machen einfach noch ein bisschen Mehl rein und dann wird's gut. Probieren wir es einfach nochmal. Wow, habt ihr das gerade? Okay. Und jetzt muss ich den Teig, glaube ich, so in Frischhaltefolie einwickeln. Ja, okay, dann halt nicht. Auf jeden Fall muss ich es jetzt in Frischhaltefolie einwickeln und 20 Minuten in den Kühlschrank stellen. Das wollte ich sagen. Ich nehme das jetzt einfach. Boah, ich glaube, das wird gar nicht so schlecht. Okay, Moment, wartet. Kommt es einfach so. Ich muss ganz kurz meine Hände waschen. Kurzen Moment. Das muss jetzt in den Kühlschrank. Also die Kekse müssen ungefähr noch 20 Minuten backen. Und über was wollt ihr reden? Über was wollt ihr quatschen? Jetzt mal ohne Witz. Oh, was ich erzählen kann, seht ihr das? Ich habe da einen Pickel. Ja, wie soll ich mich denn fühlen? Beleidigt habe ich mich gefühlt. Ich habe gedacht, okay, was habe ich falsch gemacht? Hoffentlich verbrennen die Kekse. Wie lange eigentlich noch? Ich muss nur kurz Pause machen. Voll lecker. Das sind die gleichen Plätzchen aus dem Teig, wo übrig geblieben ist. Man spricht nicht mit vollem Mund schon. Warte kurz. Jetzt können wir endlich mit dem Feli-Keks anfangen. Ich habe ja vorher schon das Gesicht ausgeschnitten und schon erklärt, was ich machen will. Deshalb ist die ganze Spannung eigentlich schon raus, weil ihr schon wisst, was passiert. Also auf jeden Fall für Feli machen wir einen Schmetterlingskeks. So sieht einmal der fertig gebackene Schmetterlingskeks aus. Und ganz kurz, ich habe noch eine andere Sache besorgt. Ich habe einfach solche Farbstifte besorgt. Das sind Farbstifte. Mit denen kann man auf die Plätzchen malen. Das schmeckt nach Plastik. Lebensmittelfarbe zur Dekoration von Backware. Okay, danke. Ihr denkt jetzt bestimmt, der Keks für Feli wird lila. Nein. Ich war so vorher in der Backabteilung und ich habe so gesucht. Und es gab lila Fondant. Aber dann hätte ich das noch extra kaufen müssen. Das war einfach nicht im Budget. Deshalb nehmen wir für Feli einfach... Wir nehmen einfach grün, weil grün ist auch gut. Ich habe mir jetzt einfach noch so ein Stück Fondant genommen. Das habe ich tatsächlich bei uns in der Küche gefunden. Und ich glaube, ich nehme das jetzt einfach so als Grundlage. Dann kann ich mit den Stiften da drauf malen.
Ist das ein Käfer? Okay, Moment, warte kurz. Oder ist, nein, das ist nur ein Stück Schokolade. Gucken wir mal, ob der Schmetterling passt. Es passt. Das ist ein bisschen schwer, das zu schneiden. Aber ziehen wir das gute Stück einmal überall ab. Aber jetzt mal ohne Witz, ist es eigentlich voll gut, wenn nicht das hier passiert wäre. Ich glaube, ich schneide das einfach ab und dann sieht es niemand. Keine Ahnung warum, aber ich hatte irgendwie zuerst Angst, mit dem Gesicht anzufangen. Deshalb habe ich zuerst mit dem Schmetterling angefangen. Ja, also bis jetzt läuft es wirklich super. Der Stift schreibt auch sehr gut. Also warum schreibt der Stift nicht? Weil das Problem in den Stiften ist, dass man keine Skizze machen kann. Man hat nur einen Versuch mit diesem Filzstift. Wenn man einmal was falsch macht, dann hat man verloren. Wir probieren das jetzt einfach mit dieser Zuckerschrift zu retten. Okay, ganz kurze Unterbrechung vom Studio. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Ich glaube, damit können wir es so ein bisschen wenigstens retten, so ein bisschen. Ich mache es mal ganz langsam, weil wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann gibt es kein Zurück mehr. Ich glaube, das ist der größte Müll. Och man, ich habe mir das so gut vorgestellt. Das ist der größte Müll und das sieht auch raus wie ein, also... Ich habe damit persönlich gar nicht gerechnet. Was ist das? Wer bist du? Der Schmetterling außenrum ist gar nicht so schlecht, aber ich meine das. Auf zum nächsten TikToker-Plätzchen-Keks-Ding. Jessie schneidet alles raus. Als nächstes TikToker-Plätzchen machen wir die liebe Diana. Und wenn ich ehrlich bin, ich musste da auch nicht lange überleben. Ich hab so Diana gesehen, dann habe ich so kurz überlegt, dachte ich so Bubble Tea. Ich habe hier wieder ein richtig schönes Bild ausgedruckt, einfach damit man weiß, was ich überhaupt meine. Boah, ihr wisst gar nicht, wie froh ich darüber bin, dass mein Drucker wieder funktioniert. Das ist so toll. Ich habe einmal richtig kräftig dagegen getreten und zack, das Ding, das funktioniert. Also wir suchen uns hier immer eine passende Farbe aus. Und ich glaube, für Diana nehme ich Pink. Weil ich glaube, wenn ich eine andere Farbe nehmen würde... Weil ich glaube, das wäre sonst ein Skandal. So sieht einmal der fertig gebackene Bubble Tea Keks aus. Wir probieren es jetzt einfach nochmal, aber diesmal mache ich es ein bisschen anders. Ich mache es, glaube ich, einfacher. Ich glaube, ich habe es beim ersten Mal ein bisschen zu kompliziert gemacht. Okay, mal gucken, ob das passt. Super, perfekt. Okay, dass es diesmal ein bisschen besser läuft und nicht so eine Katastrophe ist wie bei Feli, aber... Ich glaube, ich habe diesmal ein besseres Gefühl. Ich meine, schlimmer kann es ja nicht werden. Also bei Dianas Keks habe ich eigentlich genauso angefangen wie auch bei Felis Keks. Erstmal mit dem Bubble Tea. Ich habe den Becher einfach mit dieser pinken Farbe ausgefüllt, aber so ein paar Stellen weiß gelassen, weil ich glaube, sonst erkennt man den Becher nicht. Wir dürfen es jetzt nicht wieder versauen mit dem Gesicht. Deshalb machen wir es ganz simpel, ganz einfach. Ich habe gerade die ganze Zeit an dem Gesicht gemalt und ich habe gedacht, ich habe auf Aufnehmen gedrückt und es hat gar nichts aufgenommen. Und das komplette Gesicht ist schon fertig und es sieht nicht gut aus. Und vielleicht ist es auch gut, dass ich nichts aufgenommen habe, weil ihr habt nichts verpasst. Obwohl, es ist eigentlich ganz gut, oder? Es ist gar nicht so schlecht, aber halt ein bisschen schlecht. Es hat nichts aufgenommen. Ihr habt überhaupt gar nicht gesehen, wie ich das ganze Gesicht gezeichnet habe. Nichts. Ihr habt nichts gesehen, wie ich das Gesicht gemalt habe. Wir machen einfach weiter mit dem nächsten TikToker. Ich glaube, wir wissen alle, was jetzt kommt. Ich musste einfach einen Meerjungfrauenkeks machen, weil das ist einfach ein Muss. Also bei mir... Warte, noch nicht. Ich habe das noch nicht ganz unter Kontrolle. Also ich glaube, ich muss gar nichts sagen. Wir wissen alle, wir machen einen Meerjungfrauenkeks. Deshalb los geht's. Oha, das hat sich gereimt. Ja, ich bin Goethe. Meine Deutschlehrerin wäre stolz. So sieht einmal der fertig gebackene Meerjungfrauen-Schwanz-Flossen-Dings-Keks aus. Ich dachte, wir nehmen einfach blau, weil unter Wasser ist halt blau, unter Wasser ist Meer. Also man sagt ja immer, alle guten Dinge sind drei, deshalb hoffe ich jetzt einfach mal. Also ich weiß nicht, wie für euch das Video bis jetzt ist, aber bis jetzt ist es eigentlich nur enttäuschend. Ja, also sorry, aber ja. Wir müssen es ein bisschen dehnen, weil es ist noch ein bisschen eng, aber... Und diesmal würde ich mir halt wirklich wünschen, dass es halt besser klappt. Also, und ich hoffe jetzt, dass dieser Meerjungfrauenkeks vielleicht noch besser wird als der Bubble Tea Keks und vielleicht so medium wird. Wir machen die Kanten einfach so ein bisschen weicher und dann sieht niemand unsere Fehler. Weil eine gute Basis ist das A und O und ich glaube, das ist ziemlich gut, auch wenn es da ein bisschen schmutzig, aber egal. Auf geht's in Runde Nummer 3. Nee, falsche Seite, stopp. Auf geht's in Runde Nummer 3.
Okay, ich glaube, das ist eine ziemlich gute Basis und jetzt darf ich es mit dem Gesicht nicht ruinieren. Und ich habe die schwarze Umrandung noch nicht gemacht, die mache ich später, weil ich glaube, ich komme damit immer mit der Hand rein und dann mache ich es immer kaputt. Deshalb, das machen wir später. Okay, damit bin ich, glaube ich, einigermaßen zufrieden. Ich will nichts mehr weiter dazu machen. Ich mache nur noch diese schwarze Umrandung und dann lasse ich es so. Ich will nicht noch einen grünen Schmetterling. Was sagen wir? Ich mache jetzt nichts mehr daran. Ich lasse es genauso. Das ist der fertige, reizende Emir, die kleine Meerjungfrau. Nein, falsch. Probleme, die kleine Meerjungfrau, Keks, Weihnachtskeks. Also das ist jetzt gar nicht so schlecht. Das war's mit der Meerjungfrau. Also der Meerjungfrau-Keks ist fertig. Der ist jetzt durch. Okay, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich finde, dass der Keks sehr, sehr schön ist, bevor das Bild runtergefallen ist. Aber ich wollte eigentlich nur sagen, der Keks ist ein Knaller. Kommen wir nun zum allerletzten Keks für die liebe Melissa. Und da habe ich gedacht, okay, so überlegt, so was kann ich machen? Was? Melissas Katze. Also das ist nicht Melissas Katze, aber es soll Melissas Katze sein. So fühle ich mich immer am Montag, weil da denke ich mir so, ja, also halt, ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, wir machen einen Katzenkopfkeks. Einen Katzenkeks mit Melissas Gesicht drin, aber die Katze soll ihre Katze Leo sein. Weil Melissa hat eine Katze, die heißt Leo. Habe ich schon gesagt. So sieht der fertig gebackene Keks. Nee, Katzenkeks aus. Das ist jetzt der letzte Keks und dann, vielleicht wird der jetzt sogar noch besser als der Meerjungfrauenkeks. Ich meine, ich bin für alles offen. Ich meine, ich bin gespannt, was die Katze bringt. Da ist jetzt schon ein schwarzer Fleck drin. Der Keks für Melissa wird richtig gut. Ich spüre es jetzt mal ohne Witz. Ich spüre es. Ich hoffe, das reicht, weil ich habe nicht mehr Fondant als das. Wir haben nur eine Packung. Letztes Mal ausschneiden. Und die Form ist sogar fast ein Kreis. Wieso hat die Katze jetzt nur noch ein Ohr? Besser ein Ohr als gar kein Ohr, deshalb... Deshalb habe ich einfach nur so ein paar Details mit dem schwarzen Stift eingemalt und so ein paar Kleinigkeiten mit dem pinken Stift, weil ich wusste wirklich nicht, was ich anmalen soll, weil Leo ist halt so grau-weiß und ich wollte jetzt nicht irgendwie eine gelbe Katze malen, weil das macht halt keinen Sinn, Maus, ne? Deshalb konnte ich mich gleich Melissas wunderschönem Gesicht widmen und wie immer, wir erwarten kein Leonardo da Vinci-Bild, es wird ein Keks. Nummer 1, ich kann keine Tiere malen und Nummer 2, also ich weiß, es ist besonders. Es ist definitiv besonders, aber ich habe es auf jeden Fall, also das ist glaube ich so eine 2 bis 3 oder vielleicht auch eine 3 plus, vielleicht eine 3 minus. Ihr müsst jetzt ganz ehrlich sein, findet ihr, das sieht aus wie eine Katze oder findet ihr aus, oder findet, wenn man weiß, dass es eine Katze sein soll, wenn man es weiß, dann halt vielleicht. Es ist gerade 7 Uhr morgens und ich bin gerade schon dabei, das Video zu schneiden, aber mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch gar nicht probiert, ich habe keinen einzigen Keks gegessen und ich habe gedacht, wir essen jetzt einen. Okay, vielleicht habe ich einen halben gegessen, aber noch nicht zusammen. Wir haben noch keinen Keks zusammen gegessen und deshalb essen wir jetzt. Mhm. Ein bisschen salzig, aber sonst, ja, doch. Mhm. Mhm. Das war eine gute Idee, das war eine gute Entscheidung. Mir schmeckt alles, weil Essen macht einfach Spaß. Ich esse einfach gern, deshalb ganz locker 10 von 10. Freunde, Maus, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich glaube, ich bin einfach zu müde. Ich habe, glaube ich, heute zu wenig Kakao getrunken. Aber ich habe einfach vergessen, das Outro zu drehen. Ich habe euch nicht Tschüss gesagt. Ich habe euch nicht Tschüss gewunken. Was habe ich eigentlich für einen Knacks? Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Das tut mir total leid. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Jetzt weiß ich überhaupt gar nicht, was ich machen soll. Deshalb rede ich jetzt einfach, weil ich sehe gerade hässlich aus. Und deshalb. Aber was ich auf jeden Fall sagen wollte, vielen, vielen Dank an alle, die mir dabei zugeschaut haben, wie ich TikToker-Plätzchen gemalt habe. Vielen, vielen Dank. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Wir sehen uns wie immer nächste Woche wieder. Eine Sache noch. Ciao, Kakao.